Herzlich willkommen an der Hafenstraße. Es ist Freitagabend, ein Flutlichtspiel steht an. Gegner ist der Vorjahresmeister der FC Viktoria Köln, also ein richtig dicker Brocken für unser RWE. Die Kölner verzeichnen nach einem holprigen Saisonstart mit zuletzt 2 Siegen einen Aufwärtstrend. Das Essener Interimstrainergespann Jürgen Lukas und Carsten Wolters muss heute dazu leider auf den gesperrten RWE-Kapitän Benjamin Beier verzichten. Für ihn rückt Nico Lukas ins Mittelfeld. Zudem rückt Timo Becker für Robin Urban in die Innenverteidigung. Zu Beginn des Spiels behaken sich die Mannschaften vor allem im Mittelfeld. Torchancen gibt es aber keine. So dauert es bis zur 26. Minute, bis Kevin Holzweiler den Ball auf Tim Golley durchsteckt. Und er nutzt dann auch gleich die erste Torgelegenheit und bringt Viktoria Köln in Führung. Bis dahin standen die Jungs von der Hafenstraße defensiv eigentlich stabil, aber dann nutzen die Gäste ihre erste richtige Chance. Tim Golley hatte da ein wenig zu viel Raum und konnte Robin Heller zu allem Überfluss dann auch noch tunneln. In der Folge RWE natürlich um eine schnelle Antwort bemüht und schafft es auch mal, den Gegner in den eigenen Strafraum zu drängen. Nach der Malura-Flanke bekommt David Janssen nicht genügend Druck hinter den Ball, um Sebastian Patzler im Kölner Tor ernsthaft zu gefährden. Die Rot-Weißen probieren es aber weiter. David Janssen auf Kai Pröger. Der flankt, der Ball, der wird aber lang und länger und segelt dann letztendlich ins Tor aus. Mit ein wenig Glück könnte ja sein krummes Ding auch mal reinfallen. So machen wir dann sofort mit den zweiten 45 Minuten weiter und diesem Kölner Eckball. Der landet schließlich bei Dominik Lanius. Marcel Platzig steht dann da aber genau richtig und kann den Einschlag verhindern. Das war wichtig, denn in Folge fassen sich die Jungs von der Hafenstraße ein Herz und greifen mal an. Nach dem langen Ball von Heller bringt David Janssen den Ball auf Dennis Malura. Der geht Richtung Mitte und zieht ab. Der Ball geht nur knapp über die Latte. Ein toller Schuss unserer Nummer 4. So ist es richtig, sich ruhig was trauen und den Abschluss suchen. Und jetzt bleiben die Rot-Weißen dran. Von links bringt Kevin Grund den Ball vor das Tor. Ein Kölner verlängert und so kommt Marcel Platzek an den Ball. Der fackelt nicht lang und schießt. Oh, Patzler mit einer schönen Flugeinlage. Das gibt es doch nicht, da war man dem Ausgleich schon so richtig nah. Marcel Platzek macht da eigentlich alles richtig, nur der Torhüter leider auch. Nun gerade in diese Druckphase hinein setzt Köln diesen Konter. Mike Wunderlich mit dem Ball in die Spitze. Dort kommt es zum Laufduell Handele gegen Malura. Beide fallen. Schiedsrichter Benjamin Blaser entscheidet aber auf Foul von Dennis Malura und zeigt unserem Rechtsverteidiger dazu wegen Notbremse auch noch die rote Karte. Was eine bittere Pille. Da war man drauf und dran, den Ausgleich zu machen und dann verliert man einen Mann durch Rot. Weiter mit dem daraus resultierenden Freistoß. Robin Heller hält den Versuch von Mike Wunderlich, aber großartig. Wenigstens gibt es nicht das Tor obendrein. RWE muss sich dann kurz schütteln, gestaltet das Spiel dann aber ausgeglichen. So springen wir in die letzten 10 Minuten. Der eingewechselte Kemal Rützger legt ab auf Mike Wunderlich und er testet Robin Heller ein zweites Mal. Aber erneut behält unser Torhüter die Oberhand, so bleibt es bis zum Schluss spannend. Kurz vor Spielende kann dann ein Kölner Eckball geklärt werden. Kai Pröger geht dem Ball aber nach und läuft den Torhüter an und wird angeschossen und hat dann die Chance. Doch da fliegt Patzler wieder heran und rettet nach seinem Fehler. Da war tatsächlich noch die große Chance zum Ausgleich und Kai Pröger wäre um ein Haar für seinen langen Laufweg belohnt worden. Es läuft dann auch schon die 90. Minute. Unser RWE probiert natürlich nochmal alles, um doch noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Nach dem Kölner Ballgewinn ergeben sich so natürlich Räume für die Gäste zum Kontern. Mit der 3-Mann-Überzahl spielen sie das hier auch geschickt aus und so kommt der Ball zum völlig freien Simon Handele und er lässt sich diese Chance dann nicht nehmen und trifft zur Entscheidung. Da konnte dann Robin Heller auch nichts mehr machen. Das ist dann auch der Schlusspunkt der Begegnung. Denn kurz darauf war das Spiel aus. Leider gibt es wieder keine Punkte für RWE. Gerade aber nach der roten Karte zeigte die Mannschaft Willen und Engagement, wurde dafür aber nicht belohnt. Mittwoch folgt nun ein Landespokalspiel, bevor es dann am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen weitergeht. Bis dahin nur der RWE.